Myhre. Ein passender Name für diesen schrecklichen Ort. Man schickte mich, um einen Weg zu finden. Suchen wir für den Anfang einen Außenposten, ein Lager oder sonst irgendwas. Jo, und damit herzlich willkommen, ihr Analpiraten, zu einer weiteren Folge For Honor. Wir sind jetzt bei den Wikingern Mission 5 und müssen uns jetzt mit der Valkyrie hier einen Weg durch das Samurai-Land schlagen. Ist eigentlich eine Aufklärerin, sollte sie theoretisch sein, aber hier wird mehr geprügelt wie alles andere. So, stoßen und schlitzen. Was haben wir hier? Links, links, rechts. Aufs Maul und... Ja, der... Die Valkyrie macht jetzt nicht ganz so viel Schaden. Die erste Gruppe Kundschafter, die die Wikinger nach Myhre schickten, kehrte nie zurück. Auch die zweite. Oder die dritte. Ja, war nicht ganz so erfolgreich, ne? Aua, das war nicht so nett. Arschloch. Haut er mich einfach. Erstmal den Kleinen hier erledigen und dann dem Hoshima Paus Maul geben. Au, au. So, Exekution machen wir jetzt. Exekution machen wir jetzt erstmal keine. Dauert nämlich zu lange und hier sind zu viele Feinde. Ja. Alter, kommen ja immer mehr. Was ist denn hier los? Ist hier irgendwo eine Versammlung von denen oder was? Au. Was jetzt davon, hä? Damit hast du nicht gerechnet. Ich weiß, wenn du mal schlägst. Zack. Zack. Und schön die Kehle aufgeschlitzt. So, damit. Wie gesagt, normalerweise beim Computer funktioniert das und im Multiplayer auch. Wenn man die Rache drückt, wenn man gerade angegriffen wird, dann fällt der Gegner um, aber. Das ist aber sehr ungemütlich hier. Was haben wir hier noch? Zwei Hauptmänner. War nicht ganz so erfolgreich, ja? Und das war's auch schon mit den Kollegen. Feuerwerk! Ah, der Kollege hat's hinter sich. Hat aber anscheinend den nahen Außenposten gewarnt. Macht man doch nicht. Wen auch immer der Krieger alarmiert hatte, ich musste mit ihm reden. Reden, in Anführungszeichen. Aber die Valkyrie gefällt mir auf jeden Fall besser wie der Plünderer. Weil die Valkyrie hat nämlich ein wenig Reichweite im Gegensatz zum Plünderer. Der bewegt seinen fetten Arsch keine 2 Meter nach vorne, wenn er angreift. Sie hatten einen unserer Kundschafter gefangen. Ja? Nein. Au. Das ist aber schade, dass du da reingefallen bist. Geduld,
Kriegsblut. Ich befreie dich. An für den Anfang. Den Kollegen hier noch totprügeln und schauen, was wir hier oben auf dem Turm haben. Oh, guck mal da hier zum Anguxen. Die Überwachung und Verteidigung von Myre obliegt den vielen Häusern der Daimyo. Ihre Verteidigung ist unterschiedlich stark, aber keinem der Kämpfer mangelt es an Können. Oh, ein Speerwurf aufgesammelt. Ist nicht ganz so selbstverletzend wie eine Brandbombe. An den Docks im Norden. Ernsthaft, der die Walküre konnte die Tür eintreten. Der Berserker hat es aber nicht geschafft. Aber was eine Pussy. So, dann sollen wir jetzt erstmal an den Docks vorbeischauen, ja? Schnell die Docks finden. Hier. Rechts, links, links. Ja, da haben wir. Haben wir ja schon einmal erledigt hier. Hallo! Ja, genau den falschen angegriffen. Und da. Bogenschützen oben drauf. Der hat's hinter sich. Au. Au. Hier, komm. Ja! Zack. Ah, haben wir ein bisschen unsere Ausdauer jetzt verloren. Nee, nee. Lass mal hin. Au. Nee, keine Ausdauer mehr. Bleib mal weg, Kollege. Und? Ah, verdammt. Falsche Taste gedrückt. Naja, der Kollege ist jetzt trotzdem tot. Ah, das war sicherlich nicht ganz so angenehm für ihn. Aber hey. Muss er jetzt mit leben. Oder auch nicht. So, können wir uns das hier nicht anschauen oder sowas? Dann sind also die Docks, wo wir hin müssen. Dann gehen wir da wohl mal hin. Ein neuer Speerwurf. Vielleicht trifft dieser ja mal. Weiß einer von denen, wie man zur Stadt kommt. Dummes Stück Scheiße. Alter, ist er der... Ja, der Berserker war hinter mir. So ein nutzloses Stück Scheiße. Das ist unglaublich. Kann ich den nicht irgendwie umbringen? So. Leg dich hin. Aua. Nö. Au. Dafür wirst du sterben. Nice. Krieg erstmal das Arschloch hier ein paar. Eine Tracht Prügel. Hat mir mehr Schaden zugefügt wie alles andere. Hier, Speer. Viel Spaß damit. Au! Ja, bisschen Feuer. Au! Nope. Hier, brenn mal schön zu Tode. Oh, ist er gestorben. Oh, das ist aber schade. Das ist sehr schade.
Also? Was haben Sie gesagt? Ich spreche Ihre Sprache nicht. Ja. Was jetzt? Und jetzt brauchen wir Karten. Es gibt ein Kloster. Woher weißt du das? Der Kriegsfürst scheint nicht der hellste zu sein. Warte hier. Ich hole Verstärkung. Warte hier auf uns. Nö. Not a single fuck was given. So, und jetzt kommt der zweite Teil dieser Mission. Keine Ahnung. Wenn das Laden ein bisschen länger dauert, dann werde ich das wohl rausschneiden. Jo, das werde ich definitiv rausschneiden. Beziehungsweise, das habe ich hiermit rausgeschnitten. Hiermit geht die Mission auch schon weiter. Wir sollen in dem Kloster jetzt ein paar Karten finden. Ich brauche es sicher ganz oben. Das kam mir logisch vor. Oh. Hallo und tschüss. So, gibt nur einen Weg nach oben. Und das ist dieser hier. Können wir uns hier vielleicht noch irgendwas anschauen? Ich werde jetzt nicht aktiv irgendwie nach Zeug suchen, was man sich hier anschauen kann. Könnt ihr ja dann selber machen, falls ihr das Spiel dann selber spielen wollt. Hallo. Au. Das war nicht sehr nett. Wollte ich die alte schon hinrichten, aber hat noch ein Schlag gefehlt. Haben wir denn hier irgendwas? Wir müssen nach da oben. Da stehen wir ein bisschen viel. Wir können aber hier über den Garten gehen. Kannst du das hier anschauen? Oh. Hallo, kleiner Freund. Willst du schwimmen gehen? So. Jetzt kann man das auch hier anschauen. Da. Dem alten Kaiser gelang es nicht, während der Katastrophe aus seiner Heimat zu fliehen. Ich weiß nicht, was aus ihm wurde. Ich weiß nur, dass der neue Kaiser, der hier über diese Stadt herrscht, falsch ist. Falsch? Oh. Hallo, Kollege. Das ist nicht so gut. So einen fetten. Hier. In so einem engen Gang zu bekämpfen. Au. Kehr zurück. So, damit hat es ihn auch erledigt. Und von hinten kam jetzt noch was, oder? Ja, da kam jetzt noch was. Oder nö. Der hat keine Lust. Ich will nicht zu viel Aufsehen erregen. Für die Samurai das ist vorbei. Ist es entehrend, Gefangene zu nehmen. Für einen Ritter ist es ein Akt der Gnade. Und für Wikinger bedeutet es, neue Sklaven zu bekommen. Wie viel Hass entsteht wohl allein aus diesem Missverständnis? Missverständnis. So, so. Au. Dafür
tue ich dir jetzt ganz doll weh. Ich weiß, beim Orochi kann man das nie wirklich gut einschätzen, in welche Richtung er jetzt als nächstes schlagen wird. Dann haben wir noch eine neue Brandbombe. Ist auch ganz nett, oder? Hallo. Soll's ausweichen, meine Güte. Junge. Jetzt wirst du aber schon. Was ist das denn hier bitte für ein Kollege? Und tschüss. So, heilen wir uns nochmal eben und gehen jetzt diesen Turm rauf. Die zwei Kollegen, die da hinten stehen. Nein, Alter. Gehst du jetzt da runter? Du auch. Junge, 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 Junge. Könnte ich nicht einfach mal sterben? So. Was? Wer? Wo? Da. Das war's mit Tenemori. Tenemori hatte ein kurzes Leben. So, hier sind auch unsere Karten. Bogenschützen! Ach, jetzt können sie auf einmal Deutsch sprechen. Hopp. Bogenschützen. Hallo und tschüss. So, und wir müssen jetzt flüchten. Ja, direkt machen. Nicht großartig in Kämpfe verwickeln lassen. So, dann können wir nämlich hier raus und da runter. Ich wohl lieber auf Verstärkung gewartet. Hopp. Können wir hier runter. Der fiese Fitzack da oben. Um den kümmern wir uns nicht. Hallo. Keine Zeit verschwenden. Und wir sind raus. War jetzt nicht ganz so kompliziert, ne? Ich hatte, was wir brauchten. Einen Weg durch Myre. Die Stadt wäre unsere. Jo, und damit haben wir uns mit der Walküre durch Myre geprügelt. War doch relativ erfolgreich. Mir gefällt der Charakter eigentlich. Vielleicht spiele ich hier noch ein bisschen im Multiplayer. Bis dahin bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Wir würden uns freuen, wenn ihr einen Kommentar, ein Like oder ein Abo hinterlasst. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Bis denn.